Ein herzliches Willkommen zu Einzigartig und Frei, heute mit dem Thema Präsentsein vom Glück des Augenblicks. Liebe Barbara, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Wieso fällt es uns überhaupt so schwer, präsent zu sein? Weil wir von Kind an gewöhnt sind, in Vergangenheit und Zukunft zu denken. Also wir sind so konditioniert. Unsere Welt glaubt daran, dass es Vergangenheit und Zukunft gibt. Und wir sind oft halt mit der Vergangenheit beschäftigt, oft mit der Zukunft beschäftigt. Und das scheint alles viel wichtiger zu sein, als den jetzigen Augenblick zu erfahren. Und wir suchen auch eher das Glück in der Zukunft. Also die meisten Menschen wünschen sich irgendwas Tolles in der Zukunft oder glauben, dass es da besser werden könnte. Und wir haben eigentlich selten die Muße oder auch die Prägung geht da nicht hin, im Moment anzukommen und den Moment vollständig zu erfahren und zu genießen. Und das ist eigentlich sehr schade, dass wir nicht in dem Moment einfach frei im Augenblick sind, sondern dass wir mit vergangenen Situationen beschäftigt sind, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen, aber vergessen, die Schönheit dieses Momentes aufzunehmen. Also wir verlieren dann auch, wir nehmen die anderen Menschen dann oft nicht wahr, wir nehmen die Geschenke nicht wahr, die der Moment für uns bereithält, weil wir so die Angewohnheit haben, dass der Moment nie gut genug ist. Also dass wir immer noch nach irgendwas Besserem streben und an dem Moment irgendwas auszusetzen haben oder ihn nicht wahrnehmen, weil wir ja irgendwo anders mit der Aufmerksamkeit sind. Und dass wir den Moment nicht genießen, nimmt dem Leben ganz viel Schönheit. Mhm. Auf jeden Fall. Also du sagst, es ist zuallererst mal eine Prägungssache, dass wir so aufgewachsen sind. Warum finden wir denn generell die Vergangenheit so interessant? Manche schwelgen ja wirklich fast permanent in vergangenen Erzählungen. Ist es dann so ein Nostalgieempfinden, dass man Vergangenen nachtrauert? Oder? Also das ist natürlich zum Teil auch eine Form von Anhaftung. Also es ist auch unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass Menschen in der Vergangenheit vielleicht eine gute Phase hatten oder irgendwas sehr Schönes erlebt haben. Dann kann man an dem Vergangenen auch anhaften und dann misst man vielleicht die Gegenwart an der schönen Phase, die man vorher hatte und ist im Moment dann eben auch nicht glücklich oder eben umgekehrt, dass man vielleicht in der Vergangenheit belastende Situationen hatte, die man dann auch nicht gut sein lässt, sondern die man irgendwo mit sich rumschleppt. Und deswegen ist auch wichtig zu schauen, okay, wenn mich die Vergangenheit beschäftigt, zu schauen, okay, waren da irgendwelche Wunden, irgendwelche Dinge, die ich nicht abgeschlossen habe, wie kann ich die zum Abschluss bringen? Also da ist eigentlich gut, einmal richtig reinzugehen und dann eine Lösung auch zu finden und loszulassen, weil wir gewöhnt sind, dann irgendein Ereignis, was weiß ich, vor 10 Jahren, was vielleicht irgendwie belastend war, dann einfach unser ganzes Leben mit rumzuschleppen. Und dass die Belastung war gar nicht die Situation, sondern was wir dann unser halbes Leben daraus machen. Und da kann ich einfach nur empfehlen, dass es gut ist, wirklich zu schauen, okay, warum beschäftigt mich das? Wie kann ich damit Frieden finden? Ist es wichtig, da jetzt einfach mal auch loszulassen und auch zu sehen, dass es uns dann hindert, in dem Moment wirklich glücklich zu sein? Also es ist dann fast manchmal so eine Lust an Leiden, dass man auch die schwierigen Situationen aufrecht erhält. Und vor allem eigentlich, was Leiden erschafft, ist, dass wir daraus eine Geschichte machen. Also wir machen eine Geschichte, uns ist das passiert und dann wird es wie so eine Identifizierung auch, die eben dann auch nicht hilfreich ist. Und wir schleppen das förmlich mit, als könnten wir das Leiden auch nicht loslassen. Ja. Wir bekommen vielleicht manchmal darüber Aufmerksamkeit. Es hilft uns zu sagen, nein, wir können das jetzt nicht, weil, anstatt uns einfach pur dem Leben zu stellen. Also manchmal können eben auch belastende Situationen, an denen wir festhalten, auch ein Schutz sein, obwohl die uns schmerzen. Und man denkt, nein, das will man ja gar nicht haben. Es ist aber sowas manchmal auch, was wir vor uns hertragen. Und wenn man sich dann zu sehr damit identifiziert, ist es sehr schwierig. Also deswegen wäre jetzt mein Tipp in Bezug auf die Vergangenheit, auch zu schauen, was ist es, wie kann ich damit umgehen, sich das anzuschauen und zu schauen, welche Lösung kann ich da finden. Und wenn es gar keine Lösung gibt, dann einfach dem nicht mehr so die Bedeutung auch geben. Und je mehr wir so im Moment verankert sind, ist einfach, dass die Geschichten dann auch verschwinden. Also dann kann natürlich schon nochmal sein, dass irgendein Gefühl auftaucht
und auf dieser Zeitebene, aber viel tiefer ist es dann einfach auch gut. Mhm. Aber dahinter ist oft, dass wir gar nicht so frei diesen Moment erfahren wollen, ja. dass wir gerne auf irgendwelches Leid zurückgreifen oder dass wir uns gerne irgendwelche tollen Dinge ausmalen, wie es alles besser wäre, als es jetzt ist. Und wir durchschauen aber nicht, dass das das Leiden erschafft und nicht, dass der Moment völlig in Ordnung ist, wenn wir uns auf den einlassen, wenn wir die Schönheit sehen, wenn wir das Geschenk annehmen und wenn wir einfach unseren Körper spüren, da sind, atmen, die Dinge, die wir tun, lieben, mit voller Aufmerksamkeit machen, dann liegt da ein unglaubliches Glück drin. Also dieses Glück, was wir uns versprechen, indem wir mehr an die Zukunft denken oder uns von da was Tolles erhoffen, das ist eigentlich... Nehmen wir uns das, indem wir immer nach vorne gehen und nicht einfach jetzt mal hier sind und das Leben genießen. Und das Interessante ist, das machen wir ja eigentlich so unser ganzes Leben und dann rennt das Leben immer weiter und immer weiter und man hat eigentlich nie den Moment erlebt. Also und man schwebt eigentlich irgendwo in Gedanken in der Luft rum. Und diese Präsenz, dieses natürliche Dasein und zu riechen, zu schmecken, wahrzunehmen, ruhig zu sein, ja, einfach ganz im Moment zu sein, das ist einfach ein wunderbares Geschenk und darin liegt ganz viel Leichtigkeit. Ja. Super, du hast jetzt ja eben schon konkrete Schritte genannt, wie man tatsächlich in diese Präsenz findet. Also du hast ja einmal das Spüren des Körpers genannt. Dann den Atem, das ist auch ein großer Schlüssel, über die Sinne wahrnehmen, riechen, hören, schmecken, genau, sehen. Hast du sonst noch einen konkreten Hinweis? Also für den Geist eben, weil der Geist ist ja der, der dann oft wegrennt, kann es manchmal einfach hilfreich sein zu sagen jetzt, also auch wirklich zu fühlen, ich bin hier jetzt. Mhm. Und versuchen einfach mal den Geist ein Stück anzuhalten. Also man kann natürlich nicht immer Gedanken festhalten und auch nicht unbedingt stoppen, aber von der Tendenz her nicht noch weiter zu suchen, sondern einfach mal einen Moment wirklich innezuhalten. Und energetisch ist es ein Stück so, dass wenn wir an die Zukunft oder an die Vergangenheit denken, ist unsere Energie hier. Ja. Also wir sind halt nur hier im Geist in irgendwelchen Illusionen. Mhm. Und wenn man mal die Energie hier wegnimmt und sich wirklich vorstellt, so ich nehme die jetzt hier mal ganz in meinen Körper rein und ich bin jetzt hier und da ist sonst nichts, nur dieser Moment. Und das ist ja auch bekannt, eben, dass Zeit eine Illusion ist und dass eben dass die nicht wirklich da ist. Also die Zeit existiert ja nur, indem wir an die Vergangenheit denken. Jetzt ist die Vergangenheit ja gar nicht da. Und die Zukunft ist ja jetzt auch nicht da. Wir denken nur an die Zukunft. Ja. Wir sitzen hier und denken an die Vergangenheit oder denken an die Zukunft. Aber unser Verstand, unser Denken glaubt, er ist jetzt in der Vergangenheit oder ist in der Zukunft. Mhm. Und diese Linie, die existiert gar nicht. Also es ist nur ein Gedanke. Und wenn wir wirklich fühlen, da sind wir, da ist es jetzt gut, dann kann auch diese Zeitlinie sich ein Stück auflösen. Super. Was würdest du denn sagen, wie wirken sich dann die digitalen Medien, die wir dann ja teilweise doch recht massiv nutzen, darauf aus? Weil das sind ja gerade so Momente, wo man mal ruhiger werden kann und dann zücken ja eigentlich recht viele schon wieder ihr Handy. Und hält dich das auch eher in dieser gedanklichen Blase, würdest du sagen, und zieht dich aus der Präsenz? Das hängt davon ab, also an sich, sich jetzt nur mit digitalen Medien zu beschäftigen, muss nicht aus der Präsenz ziehen. Also man kann ja auch da ganz sein, sehr konzentriert. Die Sache ist aber ein Stück die, dass das ganz schnell zerstreut. Also dass man dann ganz schnell hier nochmal, da nochmal, da nochmal, und dass das auch wieder in so einen Rausch führt, wo man dann gar nicht mehr den Körper wahrnimmt und einfach auch nur noch in den Gedanken ist. Ja. Und die Energie oder auch die Strahlungen, die da sind, die sind auch nicht so unbedingt so hilfreich, um sich zu fühlen. Also es ist ein bisschen wie so ein Magnetismus, wie so ein Sog, einen da reinzuziehen und eben dann nicht so präsent zu sein. Aber an sich kann man natürlich auch sehr präsent mit den,
also für bestimmte Momente so mit den Social-Media-Dingen umgehen. Aber es hat ein Stück so ein Suchtpotenzial, ja, und es absolut. Hat ein Stück so eine Energie, die zieht, ja, noch mehr, noch mehr. Also es hat ein bisschen sowas wie Zucker, da weiß man das ja, hat ja so Suchtaspekte. Und man weiß es eben vom Alkohol. Und energetisch gesehen ist schon auch eine Kraft, die nicht zu unterschätzen ist. Man sieht die ja nicht, es ist jetzt nicht wie Zucker oder nicht wie Alkohol. Ja. Aber es ist trotzdem eine Energie da, die Energie absorbiert und wie man, dass man da oft in so einen Sog reingezogen wird. Deswegen ist natürlich ein sehr bewusster Umgang damit sehr wichtig. Mhm. Aber man kann natürlich auch bewusst sein, wenn man Sachen im Internet guckt. Aber es braucht eine hohe Wachsamkeit. Ja, also, finde ich auch. Das habe ich selber auch schon gemerkt, dass dann manchmal Punkte sind, wo wirklich dann, wo ich dann auch merke, nein, jetzt ist einfach gut, und dass das so eine Eigendynamik kriegt, ein von A nach B und dann guckt man hier und dann kommt noch das und deswegen habe ich auch jetzt zum Beispiel ja kein WhatsApp und schau nur mal alle 3 Tage aufs Handy, aber ich merke es trotzdem im Internet, ich habe ja ein LAN-Kabel und trotzdem, wenn ich da reingehe, eben auch beruflich, aber dann muss ich auch manchmal gucken, dass ich da nicht zu viel Zeit auch verbringe und ich spüre dann aber, dass die Energie sich verändert und dann merke ich, nee, das ist nicht gut für mich und dann gehe ich weg. Mhm. Aber also das erfordert schon eine höhere Achtsamkeit, aber man kann natürlich auch achtsam damit umgehen. Jetzt hast du ja eben ein ganz interessantes Phänomen angesprochen, das, die Idee der Zeit oder diese Illusion der Zeit überhaupt. Würdest du dann sagen, dass das Konzept des Karmas dann überhaupt noch eine Gültigkeit besitzt? Also ich bin ja sowieso nicht so dieser Karma-Fan, wobei es so scheint, als hätte es eine Berechtigung, weil in meiner Beobachtung der Naturgesetze, was eher mein Zugang ist, ist eben schon sichtbar, dass wir das sehen, was wir ernten. Das kennt man ja aus der Bibel auch. Also das kennt man ja aus verschiedenen religiösen Hintergrund und eben einfach aus der Natur. Also ich halte mich immer gerne an die Naturgesetze. Ja. Und da sieht man ja auch, was man sät, kommt zurück. Also wenn ich jetzt einen Apfelbaum, Saaten für einen Apfelbaum sehe, kommt da jetzt nicht ein Kürbis raus oder so. Also ist natürlich mit dem, was wir tun, setzen wir bestimmte Saaten und wir erzielen bestimmte Ergebnisse. Es gibt eben 2 Ebenen. Also in der absoluten Ebene, die hinter allem ist, existiert keine Zeit. Mhm. Da ist einfach Ewigkeit oder Unendlichkeit. Da hält oder auch Zeitstillstand, als würde die Zeit stillstehen, also wie immer man die Worte ja nutzen mag. Das ist eben das, was dahinter ist. Wir in unserem Menschlichen, wir scheinen eine Zeitlinie zu haben. Also es scheint sich etwas an die Vergangenheit und an die Zukunft erinnern zu können. Und auf dieser Ebene scheint es Ursache und Wirkung und wie eine Zeitlinie zu geben. Mhm. Wenn man tiefer geht, dann existiert da kein Karma, dann existiert da nichts, dann ist es einfach wiederum zeitlos. Also es ist eine Frage, irgendwo stimmt's und stimmt's nicht. Es ist eine Frage der Betrachtungsweise, in welcher Dimension von Bewusstsein man sich bewegt. Ja. Und insofern, wir haben uns hier auf so eine zeitliche Ebene geeinigt. Und das ist auch wichtig, diese unterschiedlichen Ebenen klar zu haben. Also ich habe Leute erlebt, die dieses Buch von Eckhart Tolle die Kraft der Gegenwart gelesen haben. Und wo das auch schon fast zu einer Fixierung geworden ist, ich muss immer im Jetzt leben, dann hat es was ganz Künstliches bekommen. Und dann waren es manchmal auch Menschen, die haben keine Vereinbarung mehr ausgemacht. Also die meinten halt, ja, ich mache alles jetzt nur noch aus dem Moment. Die haben praktisch keine Termine mehr gemacht oder haben gar keinen Termin mehr eingehalten. Und das ist dann auch nicht hilfreich. Ja. Also es geht um was anderes. Es ist jetzt nicht, dass daraus wieder so eine Regel zu machen. Man kann sich, also ich für mich, ich fühle das Zeitlose hinter den Dingen, aber ich kann mich auf diese relative Ebene einlassen. Also ich kann Termine ausmachen, aber es ist eben nicht, der Unterschied ist nur, hafte ich an den Dingen. Ja. Also wenn ich an der Vergangenheit hafte und mich jetzt nicht frei sein lässt oder mir mein Glück von der Zukunft verspreche,
dann ist es Leiden. Wenn aber, wenn man jetzt praktisch nach vorne denkt oder rückwärts denkt, obwohl da eigentlich nichts ist, aber in der Projektion das so ist oder Termine ausmacht, dann ist da nichts, was uns vom Glücklichsein irgendwo abhält. Also mein Anhaltspunkt ist halt immer nur, was lässt uns leiden und was lässt uns frei sein. Ja. Und wenn wir einfach Termine ausmachen oder wenn jemand Lust hat, sich irgendwas Tolles in der Zukunft auszudenken oder da irgendein Ziel hat, aber nicht sein Glück jetzt davon abhängig macht, dann ist das bedeutungslos. Ja. Dann ist das einfach ein Spiel, in dem wir uns bewegen. Einfach in diesem Spiel, wo Zeit zu existieren scheint, obwohl in der Tiefe unser Sein ewig ist. Also mit Körper, ohne Körper. Ja. Und das sind verschiedene Ebenen, die eben wichtig sind, nicht durcheinander zu bringen. Und da habe ich schon miterlebt, dass da sehr viel Verwirrung besteht und diese Klarheit notwendig ist, dass nur die Anhaftung daran, also wenn man sein Glück in der Zukunft an etwas bindet oder das Gefühl hat, das Glück kann jetzt nicht sein, weil es durch die Vergangenheit behindert ist, dann erschafft es Leiden, wenn man daran haftet. Ja. Ansonsten kann man vorwärts, rückwärts denken, es spielt keine Rolle, wenn ich hier bin, darin Frieden habe und nicht unbedingt irgendwas suche, an das ich mein Glück hänge. Ja. Und das ist eben das, was ich auch früher selber erfahren habe, dass, wo ich halt 16, 17 war, mal gedacht habe, wenn ich mein Abi habe, dann ist alles gut. Wenn ich den richtigen Mann habe, dann ist alles gut. Und so hat man das. Und selbst wenn man es dann hat, nimmt man es nicht mal wahr und hat schon wieder irgendwas Neues im Kopf. Oder manche Menschen, die dann halt eben denken, ja, wenn ich mal eine Million habe, dann ist alles gut, aber dann ist die Million nichts mehr wert. Dann wird es 5 Millionen, dann wird es 10 Millionen. Es reicht irgendwie nie. Mhm. Oder wir selber reichen dann auch nicht, der Partner reicht nicht. Wir haben immer sowas, es ist ja auch gut. Da ist ja eine Ebene von Evolution, die sich weiterentwickeln will. Aber im Inneren ist etwas schon immer gut. Und da gilt es jetzt einfach dann auch anzukommen, weil dann wird es nie gut genug sein. Dann können wir, was weiß ich, noch 150 Leben leben und es geht immer nur weiter. Das, was ist, ist nicht gut genug. Mhm. Wir sind eigentlich undankbar für das, was wir als Geschenke bekommen haben. Und das macht, das bringt Leiden, weil das jetzt nie gut ist. Und für mich hat sich das irgendwann so eröffnet. Ich hatte so verschiedene Momente. Ein Moment fand ich ganz interessant, dass ich ja immer so stark dieses Gefühl hatte, ich möchte immer zu Hause und immer glücklich sein. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich irgendwann erstmal glücklich bin und dann nur an dem Punkt, aber wenn ich jeden Moment glücklich sein will, dann muss ich ja jetzt anfangen. Und irgendwie versuche ich es ja schon immer und dann immer zu einem anderen Zeitpunkt. Wann soll der Zeitpunkt jemals kommen? Also da bin ich sehr analytisch auch dran gegangen und habe gemerkt, irgendwie ist das unlogisch. Also dass man sein halbes Leben denkt, dann wird alles gut sein, dann bin ich angekommen. Oder angekommen ist ja auf einer anderen Ebene trotzdem eine Weiterentwicklung, aber auf der inneren Ebene, ich dachte, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwo macht man sich da was vor. Also man rennt immer vorwärts und nie ist es gut genug. Ja. Und eben da anzuhalten, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Ja. Warum meiden wir denn so sehr den Augenblick? Ist ja schon faszinierend. Haben wir auch zum großen Teil Angst davor? Also ich glaube ja. Also meine Beobachtung ist, dass wir Angst haben. Ja. Also dass wir Angst haben, einfach im Moment anzukommen, im Moment da zu sein und diese Freiheit zu fühlen auch. Ja. Und vielleicht, dass im Moment dann auch nichts ist. Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass unser Geist ständig beschäftigt sein will. Ja. Also dass der Geist, dass wir vielleicht Angst haben, wenn wir innehalten und wenn wir diese Leere. Also es geht auch viel darum, dass eine Angst da ist, dass in diesem Moment nichts sein könnte. Ja. Also dass es nicht angefüllt ist mit irgendeinem Gedanken, mit irgendeiner Tat. Und plötzlich sind wir da nur und da ist nichts. Mhm. Und das macht den meisten Leuten unglaublich Angst. Ja. Also diese Angst vor der Leere oder vor dem Nichts. Und das ist was total Menschliches. Mhm. Also wir kurven immer wieder um diese Leere oder um das Nichts. Und dass aber auch ein totales Glück darin liegen kann, auf die Idee kommen wir nicht. Ja. Weil es sich irgendwo Leere als was Negatives anfühlen könnte. Aber Leere kann sich auch voll anfühlen. Mhm. Also indem da einfach nichts ist, wir uns nicht beschäftigt halten müssen und einfach fühlen, da ist es jetzt gut. Und
einfach nur da zu sein. Ja. Und wir identifizieren uns ja viel übers Tun entweder oder andere Menschen, die haben vor dem Tun Angst, die wollen dann gar nichts, die lehnen das Tun ab. Mhm. Das ist dann auch nicht gut. Also nur dieses Dasein hat ja auch nichts damit zu tun, sich den ganzen Tag nur aufs Sofa zu flacken. Das ist energetisch auch nicht im Gleichgewicht, weil wir ja tun und entspannen. Das liegt in dieser Balance. Aber dieses Nichts, dass da nichts ist, ich glaube, darum kurven wir. Weil wenn der Gedanke jetzt nicht in die Vergangenheit geht, nicht in die Zukunft geht und da gar nichts ist und wir einfach jetzt diesen Moment mal still und anhalten. Das machen wir jetzt mal. Still und anhalten. Dann ist da alles und nichts oder was auch immer jeder erfährt. Und dieses Still und Anhalten, es ist wie das Rad einfach mal anhalten, was eben nicht heißt, dass wir nicht auch was tun können. Das hat jetzt nichts mit Tun und Nicht-Tun zu tun, sondern mehr mit einem inneren Zustand, mit einer inneren Bewusstheit. Und dieses Anhalten ist halt schwierig für die meisten von uns. Würdest du denn sagen, dass so ganz kleine Kinder, wenn die zur Welt kommen, noch voll präsent im Augenblick sind und das dann verlernen? Also ich habe ja keine Kinder und ich kann da, glaube ich, nicht so was Qualifiziertes zu sagen. Also ich finde auch, dass Kinder unterschiedlich sind. Ja. Also das kannst vielleicht sogar du, du hast ja drei Kinder. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass jedes Kind, also als Baby kann ich das nicht so beurteilen. Wenn ich jetzt bei Kleinkindern sehe, finde ich, dass die Kinder, dass man jetzt auch nicht, weil manche so sagen, ja, Kinder haben das immer noch alle, da habe ich auch das Gefühl, Kinder kommen mit ganz anderen, unterschiedlichen Entwicklungsstand in die Welt. Ja. Also manche Kinder sind sehr bewusst, manche überhaupt nicht. Mhm. Da sind manche Ältere bewusster als manche Kinder. Ja. Das weiß ich nicht. Also vielleicht als Baby, also als Kleinkinder finde ich, also nehme ich schon Unterschiede irgendwie im Bewusstsein wahr. Ja. Und auch von der Körperlichkeit, von der Energie. Ja, es gibt Kinder, die sind einfach verdichteter oder in manchen Themen gefangener. Andere sind schon viel freier. Ja. Manche Kinder sind viel weiterentwickelt als manche Ältere. Ja. Also da ist so alles irgendwie möglich. Da kann ich mich, also da kann ich jetzt eigentlich ganz schlecht sagen, so oder so ist es. Ich glaube, dass das nicht so klug wäre, wenn ich da jetzt fix was sagen würde, weil da so viel irgendwo ist. Aber wie das jetzt so zum Teil als Babys ist, das könntest du vielleicht besser beantworten. Was hattest du denn davon Gefühl? Ich kann nur mein Empfinden beschreiben. Ja. Also wenn so ein ganz kleines Wesen gerade geboren wird und man hält es in den Arm, klar, man ist dann auch mal Mama. Ich habe aber auch schon andere kleine Babys im Arm gehalten, die jetzt nicht von mir waren. Ich muss sagen, es ist ganz besonders. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre, besonders kurz nach der Geburt. Und es ist eigentlich eine ganz große Stille da und es ist fast so ein heiliger Augenblick. Also ich hatte schon so immer den Eindruck, dass so ein Stück Himmel auf die Erde gekommen ist. Also dass es die erste Zeit als Baby noch so vollständig da ist. Ja, ist jetzt auch eher meine Vermutung, aber ich habe es halt so nicht direkt erfahren. Ja. Und ich finde es sehr interessant, weil ich lebe ja ein paar Monate im Jahr auch auf Bali. Und bei den Balinesen ist es so, dass die Kinder, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube 3 Monate nie auf den Boden ablegen. Die halten die Kinder immer in der oberen Ebene und ganz viel werden die dann auch getragen. Aber für die ist es so, die Kinder, also in deren Vorstellung kommt, also ich bin jetzt nicht ganz genau in diesem balinesischen Total drin, aber mir wurde das so erzählt, dass die Kinder halt eben noch mit so einer reinen Schwingung am Anfang kommen und die eben deswegen hochgehalten werden und nicht so abgelegt werden. Weiß ich, also in meinem Empfinden stimmt es, aber ich finde im späteren dann, dann kann ich, also von der Beobachtung, wo ich Kinder mitkriege, wenn die jetzt schon so 2, 3 oder 4 sind, finde ich das nicht mehr Also, da stimme ich und das weiß ich. Und von vorher, jetzt so mit Babys direkt Neugeborene, das habe ich halt so nicht erlebt. Ja. Aber später könnte ich es jetzt eher nicht so sagen. Aber es ist interessant, dass du das so erlebt hast dann auch. Ja. Es laufen ja einfach ab einem bestimmten Alter dann auch schon wieder diese kognitiven Prozesse ganz anders. Die haben dann Ich-Empfinden, sagen ihren Namen, sind dann auch schon im... Wenn die ganz klein sind, die wissen ja noch nicht mal, was es ist, wenn du sagst, in 3 Stunden machen wir das und das, weil die dieses Zeitempfinden haben. Es entwickelt sich ja erst. Ja. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, wenn sie sich dann einfinden in unserer Struktur, dass sie tatsächlich auch so aus diesem Augenblick wieder rausfallen.
Ja, und das ist eben, es ist schön, dass du das so sagst, weil das ist eben das, was ich immer so empfinde, dass eigentlich der größte Schlüssel in uns eben, also diese kindliche Unschuld ist. Ja. Also ich habe das für mich immer das Gefühl gehabt, wenn ich mich da reinfallen lasse, dann ist alles da. Ja. Also dann fällt es mir eben auch schwer, bestimmte Sachen mit Worten auszudrücken, Sachen einzuordnen und dann ist es einfach gut. Dann braucht man nicht so viele Erklärungen, dann fühlt man sich einfach im Dasein geborgen und damit ist es gut. Und den Rest, der macht eher die Dinge kompliziert. Ja. Und da finde ich, das kann ich immer nur wieder weitergeben, ich betone das ja auch immer, dass ein ganz großer Schlüssel in dieser kindlichen Unschuld in uns ist. Das heißt natürlich nicht, jetzt sich unbedingt total kindisch zu benehmen oder so oder unreif zu sein. Ja. Aber dieses reine, pure, das tragen wir alle in uns. Und das Interessante ist jetzt, das finde ich total hilfreich, dass das ja jeder in den Zellen hat. Also ich konnte mich ja da immer so dran erinnern, auch bevor der Körper da war. Aber jeder, selbst der sich nicht dran erinnern kann, bewusst, hat es ja in sich. Es gibt eine Zellinformation, wo wir das drin haben und wir können uns damit verbinden. Ja. Also einfach vielleicht manchmal zu dieser Einfachheit und vor allen Dingen die Kinder haben, die haben ja dann nochmal erlebt, wie sich diese Energie von einem Baby oder dieses Dasein von einem Baby anfühlt. Und das ist in uns auch drin. Ja. Und das ist vielleicht auch eine tolle Chance oder auch ein unglaubliches Geschenk, wenn man dann Mutter oder Vater ist, nochmal mit dieser kindlichen Unschuld in Kontakt zu kommen und sich selbst daran zu erinnern. Und die ist in den Zellen drin. Muss ja sein, wir haben es erlebt. Also vielleicht die meisten jetzt nicht bewusst, aber es ist erlebt worden. Und da liegt für mich alle Antwort drin, eben in diesem einfachen Dasein. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Damit können wir was anfangen. Wunderbar. Dann herzlichen Dank. Gerne, ganz gerne. Und herzlichen Dank auch, dass ihr mit dabei wart, liebe Zuschauer. Es macht total Spaß, dieses Format hier zu führen, oder Barbara? Ja, total. Vielen Dank, Berenice. Eine Herzensangelegenheit von uns und freut uns so, dass es euch auch gefällt. Und wir danken auch nochmal für all das liebe Feedback, das wir bekommen haben. Gerne auch für diese Sendung hinterlasst mir eine Rückmeldung. Das ist für uns total wertvoll, wenn wir wissen, wie es für euch wie es bei euch angekommen ist, ob ihr es gemocht habt oder nicht. Und gerne abonniert auch den Kanal. Das ist für uns auch super. Verbreitet sich das Ganze noch ein bisschen mehr. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Barbara. Danke dir auch, liebe Berenice. Und eine wunderschöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.